Hey, I know. Wir werden die gewünschten Änderungen vornehmen. Alles ist bereit. Auf geht's. Okay, es sollte ein Kinderspiel sein, die nächste Qualifying-Session zu erreichen. Versuche so früh wie möglich eine gute Zeit zu fahren, damit wir die Reifen schonen können. Denk beim Rausfahren an die weiße Linie, sonst kriegst du eine Strafe. Yeah.
ist aber nicht schlimm. Bleib draußen. Wir bleiben bei unserer ursprünglichen Boxenstrategie. Im Moment sind viele Autos draußen. Wir warten besser, bis es etwas leerer wird. Sonst gibt es eine Strafe.
fahren. Momentan bist du auf Platz 21. Des Autos Zeit verloren. Kein guter Tag für uns. Nur Platz 18 in der Startaufstellung. Versuch dich morgen zu steigern.
Das Auto ist fertig. Los geht's. Thank you.
Sekunden zu viel Zeit hinter dem Vordermann zu verlieren. Du bist schneller in Sektor 2. Sektor 2. Rückstand auf deinen Vordermann. 3 Sekunden. Im Wetterradar sieht es aus, als würde es in etwa 15 Minuten leicht zu regnen anfangen. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Das ist eine hohe 1,20. Hohe 1,20. Zwischen dir und dem Auto vor dir liegen 3 Sekunden.
dein Vordermann ist 3 Sekunden vor dir. Laut unseren Daten fährt dein Vordermann offenbar im Benzinsparmodus. Seine Rundenzeiten werden etwas schlechter werden. Das Auto vor uns. Das sollten wir zu unserem Vorteil nutzen. Dahinter.
Zielzeit ist eine hohe 1,20. Hohe 1,20. Sekunden. Gib Gas, dann können wir die Lücke hoffentlich verkleinern. Der Wetterbericht sagt leichten Regen in etwa 5 Minuten voraus. Benzin zu sparen. Verfügbaren Sprit in diesem Rennen optimal genutzt. Gut gemacht.
Hülkenberg bald reinholen werden. Wahrscheinlich im Lauf der nächsten 5 Runden. Das Auto vor dir zieht jetzt etwas davon. Du musst schneller werden. Die Zielzeit ist eine hohe 1,20. Hohe 1,20. Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Wahrscheinlich innerhalb der nächsten paar Runden. Du hast 6 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. Auf geht's. Du hast eine Spritreserve und kannst mehr Sprit verbrauchen, um bei Bedarf schneller zu sein. All right.
Reifen ziemlich unten. Hol dir neue Gummis, wenn es sein muss. Die Spritmenge sieht gut aus. Du hast die Gemische perfekt eingesetzt. Wir glauben, dass wir jetzt auf Trockenreifen wechseln sollten. Hol sie dir an der Box. Über die Streckenverhältnisse. Bleib voll konzentriert. Zurzeit sind ziemlich viele Autos an der Box. Du musst mit viel Betrieb am Boxenausgang rechnen.
hinter dir. 5 Sekunden. Ricardo holt pro Runde 1 Sekunde auf dich auf. 1 Sekunde. Fährt eine Gruppe langsamerer Wagen. Hol dir an der Box Regenreifen. Deine jetzigen Reifen haben nicht genug Grip. Du solltest einen Wechsel auf Regenreifen in Erwägung ziehen. Einige Fahrer haben schon gewechselt. Boxengasse abgebogen. Kimi an der Box. Du hast 1 Sekunde Vorsprung auf das Auto hinter dir. Pass auf. Die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Er ist 1 Runde voraus. Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 4 Sekunden.
Vorsicht beim Überholen. Sie sollten dich vorbeilassen. Hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann mit Standarddrehzahl. Ist 5 Sekunden hinter dir. 5 Sekunden. Gut gemacht. Und jetzt wieder Tempo. Es gibt keine blauen Flaggen mehr für dich. Oh.
5 Sekunden hinter dir. 5 Sekunden. Okay, du musst deinen Hintermann vorbeilassen. Es wird noch etwa 15 Minuten dauern, bis das Wetter besser wird. Noch 15 Minuten. Gib wieder Gas. Keine blaue Flagge mehr. Ist nicht verfügbar. Wir versuchen, das Problem zu finden. Die Lücke zwischen dir und deinem Verfolger beträgt gerade mal 2 Sekunden. Vorsprung auf deinen Verfolger. Wir müssen diesen Abstand halten, damit er keinen Überholversuch starten kann. We'll be right back.
melden die Wetterberichte eine Wetterbesserung. In etwa 10 Minuten wird leichter Regen erwartet. Kimis Rundenzeiten sind im Moment 3 Sekunden besser als deine. Dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Rundenzeiten sind im Moment 3 Sekunden besser als deine. Du bekommst die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Er ist eine Runde voraus. Kimi liegt im Moment 5 Positionen vor dir. Oh.
fünf Minuten etwas schwächer werden. Nur zur Info, wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Das Auto hinter dir hat eine ganze Sekunde Rückstand. Kimis Rundenzeiten sind im Moment 3 Sekunden besser als deine. Auto hinter dir hat 1 Sekunde Rückstand. 1 Sekunde.
schnellsten Zeiten sind im Moment 3 Sekunden besser als deine. Gut gemacht. Und jetzt wieder Tempo. Es gibt keine blauen Flaggen mehr für dich. Das Auto hinter dir hat nur 1 Sekunde Rückstand. 1 Sekunde. Du musst deinen Hintermann vorbeilassen. Achte auf den Fahrer hinter dir. Er liegt gerade mal 2 Sekunden zurück. Wenn du einen Fehler machst, sitzt er vermutlich zum Überholen an. Das Wetter wird wohl bald besser. Innerhalb der nächsten Runden sollte der Regen vorbei sein. Das Auto hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Stop auf Intermediates wechseln. Mit deinen aktuellen Reifen hast du bei diesen Bedingungen nicht genug Grip. Thank you.
Achtung, Intermediate. Sei vorsichtig, wenn du auf die Strecke fährst. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Direkt hinter dir.
Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl. Jemand abgeflogen. Gelbe Flaggen in Sektor 2. Das Safety Car ist draußen. Safety Car auf der Strecke. Position nicht überholen. We'll be right back.
rote Reifen beim nächsten Stopp.
Du bekommst die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Er ist eine Runde voraus. Okay, du musst deinen Hintermann vorbeilassen. Der Sprit ist knapp. Wir müssen es jetzt erstmal ruhig angehen, damit wir uns eine Reserve schaffen und das Rennende sicher erreichen können. DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es in der DRS-Zone verwenden, wenn du weniger als eine Sekunde hinter deinem Vordermann bist. Gib wieder Gas. Keine blaue Flagge mehr. Du hast eine Sekunde Vorsprung auf das Auto hinter dir. Pass auf. Abgekriegt. Wenn du an die Box kommen willst, sag Bescheid. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Das Auto hinter dir vorbeilassen. Das ist eine Überrundung. Gutierrez ist 5 Sekunden hinter dir. 5 Sekunden! Du bekommst
bekommst die blaue Flagge gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Er ist eine Runde voraus. Eine Sekunde. Er wird beim Überholversuch DRS nutzen. Die Rester ist pro Runde eine halbe Sekunde schneller als du.
Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. Rundenzeiten sind im Moment 3 Sekunden besser als deine.
Rundenzeiten sind im Moment 3 Sekunden besser als deine. Beträgt der Vorsprung auf das Auto hinter dir 3 Sekunden. Gezeigt. Lass den Wagen hinter dir vorbei. Er ist eine Runde voraus.
jede Sekunde. Pass auf, er wird vielleicht DRS nutzen, um dich zu überholen. Okay, du musst unbedingt auf Gemisch 1 wechseln. Gemisch 1. Du musst das magere Gemisch wählen, wenn du ins Ziel kommen willst. Wir haben nur noch sehr wenig Sprit. Du bist immer noch Siebter in der Fahrerwertung.